In diesem Video wollen wir uns mit ein paar kleineren thermodynamischen Aufgabenstellungen zu Gasturbinen beschäftigen. Man sieht hier da die Skizze einer Gasturbine mit den verschiedenen Zuständen. Das Video ist so aufgebaut, dass im ersten Teil des Videos die Aufgabenstellung erläutert wird. Dann gibt es in einem zweiten Teil ein paar Hinweise zur Lösung der 6 Teilaufgaben und im dritten und letzten Teil werden diese Teilaufgaben dann gelöst. Idee ist, dass man das Video unterbricht, sich selbst an den Lösungen versucht, den zweiten Teil des Videos nutzen kann, wenn man an der einen oder anderen Stelle nicht mehr weiter weiß, um dann erst ganz am Schluss sich die Musterlösung anzusehen. Was ist die Aufgabenstellung? Also, wir haben in einer Brennkammer einer Gasturbinenanlage Luft, die mit einem Massestrom von 200 Kilogramm pro Sekunde bei 6 Bar und 200 Grad Celsius auf 820 Grad Celsius isobar erhitzt wird. Das heißt, wir führen die komprimierte Luft aus dem Kompressor mit dem Brennstoff in die Brennkammer, verbrennen den Brennstoff und haben dann das Abgas-Luft-Gemisch bei 6 Bar und 820 Grad Celsius. Dieses Abgas-Luft-Gemisch tritt durch die Turbine, tritt dann aus mit einem Außendruck von 1 Bar. Die angesaugte Frischluft, die in den Kompressor teilgeführt wird, hat ebenfalls einen Druck von 1 Bar und eine Temperatur von 20 Grad Celsius. Wir brauchen 3 Größen zur Lösung dieser Aufgabe. Also es ist etwas vereinfacht im Vergleich zum realen Kraftwerk. Wir rechnen also mit einer spezifischen Wärmekapazität CP von 1,07 Kilojoule pro Kilogramm und Kelvin. Wir brauchen den isentropen Exponenten Kappa von 1,27 und wir brauchen für die Aufgabe noch die spezifische Gaskonstante der Luft, also RL sind 287 Joule pro Kilogramm und Kelvin. Die 6 Teilaufgaben lauten wie folgt. Also zunächst ist die Frage, welche Wärmeleistung muss zugeführt werden oder wird an dieser Stelle in der Brennkammer zugeführt. Zweite Frage ist, mit welcher Temperatur tritt das Abgas aus dem System aus nach der Turbine. Dritte Frage ist, wie groß ist der Brennstoffverbrauch, wenn wir jetzt Erdgas zuführen. Das Erdgas einen Heizwert von 37 Megajoule pro Kilogramm besitzt. Weitere Frage ist, wie groß der Luftvolumenstrom an der Gasturbine ist. Mit welcher Leistung wird die gesamte Gasturbine betrieben? Und die letzte Frage ist, wie groß ist der Gesamtwirkungsgrad unseres betrachteten Systems? Ein paar Hinweise zur Lösung der Aufgabenstellungen. Bei der ersten Aufgabe muss man sich überlegen, um welche Zustandsänderung handelt es sich und wie ist bei dieser thermodynamischen Zustandsänderung die Wärmemenge oder die Wärmeleistung definiert. Bei der zweiten Teilaufgabe B muss man sich überlegen, wie lautet die zugehörige Zustandsänderung beim Durchgang durch die Turbine und was gelten dort für Zusammenhänge in Bezug auf die Temperatur. Bei der dritten Frage zum Brennstoffverbrauch ist zu überlegen, wie groß ist die Wärmeleistung und wie lässt sich das in Beziehung setzen zum Heizwert der Energie, um daraus den Brennstoffverbrauch zu ermitteln. Die vierte Aufgabe zum Luftvolumenstrom. Auch da ist zu überlegen, wie ist bei idealen Gasen das Volumen definiert, wie lässt sich das Volumen bestimmen aus den verschiedenen Zustandsgrößen und wie lässt sich das entsprechend aus den gegebenen Größen ableiten. Die fünfte Aufgabenstellung zur Leistung der Gesamtturbine, da muss man sich dann überlegen, wie ist bei einem Kreisprozess die Arbeit oder die Leistung definiert, wie kann diese berechnet werden in Analogie zum Carnot-Kreisprozess und aus den gegebenen Größen lässt sich dann die Gesamtarbeit bzw. die Gesamtleistung ermitteln. Die letzte Teilaufgabe ergibt sich ebenfalls aus der Betrachtung des Carnot-Kreisprozesses. Wie ist bei einem Carnot-Kreisprozess der Wirkungsgrad eines Systems definiert?
Und wie lässt sich dieser dann auf unser Problem übertragen und wie lässt sich dieser damit ableiten? Bevor wir nun die sechs Teilaufgaben lösen, machen wir uns noch einmal hier in der Skizze klar, wie die vier Zustände bzw. Zustandsänderungen aussehen. Wir starten hier vorne mit der Frischluft, komprimieren die Luft, haben dann also Zustand 2. Nach der Brennkammer haben wir den Zustand 3 und dann nach dem Durchgang durch die Turbine sind wir im Zustand 4. Und wie sehen die Zustandsänderungen aus? Von 1 nach Zustand 2. Das ist eine isentrope oder adiabatische Zustandsänderung. Wir haben von 2 nach 3 in der Brennkammer, das ist isobar. Von 3 nach 4 beim Durchgang durch die Turbine bei der Stromerzeugung sind wir wieder isentrop. Das ist wieder der sehr schnelle Vorgang. Und dann von 4 der gedankliche Schluss des Kreisprozesses, das ist wieder isobar. Das passiert dann bei einem Bardruck isobar. Das brauchen wir jetzt dafür, um dann für diese sechs Teilaufgaben zu prüfen, welche der Gleichung der Zustandsänderung wir benötigen. Fangen wir also an mit der Aufgabe A. Welche Wärmeleistung muss zugeführt werden? Wie gehen wir da vor? Also wir kennen die Gleichung Q ist gleich die Masse mal Cp, also die Wärmekapazität bei konstantem Druck mal Delta T, das heißt also bei einer Temperaturänderung Delta T der spezifischen Wärmekapazität unseres Stoffs multipliziert mit der Masse kriegen wir heraus, welche Wärmeenergie wir benötigen. Wir wollen jetzt aber nicht die Energie, sondern wir brauchen die Leistung. Das ist ja Q Punkt. Das ist ja die Änderung der Energie, der Wärmeenergie mit der Zeit. Und was ist bei uns die zeitlich veränderliche? Das ist der Massenstrom. M Punkt, Cp ist konstant, mal T, Delta T. Und das ist in unserem Fall jetzt die Temperaturdifferenz von Zustand 3 zu Zustand 2. Denn wenn wir uns das jetzt hier oben angucken, das ist ja hier der Durchgang durch die Brennkammer. Also müssen wir den Temperaturunterschied von Zustand 3 zu Zustand 2 berücksichtigen. Setzen wir das ein. Was bekommen wir? Also Q, nennen wir das Q Punkt 2,3. Das sind also 200 Kilogramm pro Sekunde. Das war ja gegeben in der Aufgabenstellung, dass wir einen Massestrom haben von 200 Kilogramm pro Sekunde mal der spezifischen Wärmekapazität 1,07 Kilojoule pro Kilogramm und Kelvin. Und dann die Temperaturdifferenz, die müssen wir auch noch berechnen, das sind 1093 Kelvin. Wir rechnen das in Kelvin um, damit wir da keine Probleme mit der Temperatureinheit bekommen. Also Temperatur natürlich immer in Kelvin rechnen, niemals in Celsius. Auch wenn das jetzt bei Temperaturdifferenzen keine Rolle spielt, aber das wollen wir ja an der Stelle gar nicht haben. Ja, das setzt jetzt ein. Was kommt da raus? Das heißt also, hier hat unsere Wärmeleistung, die zugeführt werden muss, sind 133 Megawatt. Das ist also die Antwort auf die Teilaufgabe A. Zweite Frage ist, mit welcher Temperatur tritt das Abgas aus? Also gucken wir uns auch das nochmal einmal an hier in dem Prozessdiagramm. Also welche Temperatur hat das Gas, nachdem es durch die Turbine geströmt ist und dann hier am Ausgang unserer Gasturbine dann in die Umgebung abgegeben werden würde. Auch das lässt sich berechnen über die Zustandsänderung. Wir haben von 3 nach 4 eine isentrope oder adiabatische Zustandsänderung. Das heißt, wir brauchen die entsprechenden Gleichungen, wie sich Druck, Volumen, Temperatur verhalten. Also gucken wir uns das an. Teil B. Also wir sind von 3 nach 4. Isentrop oder adiabatisch. Und wir wollen nun wissen, wie verhält sich die
Wie verhalten sich die Zustandsgrößen, Druck und Temperatur? Wir wissen aus der Thermodynamik, dass bei einer adiabatischen Zustandsänderung P mal V hoch Kappa konstant ist, mit dem Adiabatenkoeffizient Kappa. Kappa ist in unserem Fall gegeben mit 1,27. Man kann diese Gleichung jetzt noch umformulieren. Die ist äquivalent zu T mal P hoch 1 minus Kappa ist konstant. Das ergibt sich halt aus der idealen Gasgleichung mit PV gleich nRT. Das kann man also dann direkt herleiten. Und das heißt jetzt in unserem Fall, dass also T3 mal P3 hoch 1 minus Kappa gleich T4 mal P4 hoch 1 minus Kappa ist. Das lösen wir nun nach T4 auf, denn das ist ja die Größe, die wir bestimmen wollen. T4 ist also damit T3 mal, dann haben wir das Verhältnis der Drücke, P3 durch P4 hoch 1 minus Kappa. Ja, jetzt auf der rechten Seite sind Größen, die wir kennen. Die Drücke kennen wir, das sind 6 Bar, wir haben hier 1 Bar, wir kennen die Temperatur T3 und können dann T4 ausrechnen. Das wollen wir jetzt an der Stelle machen. Das heißt, wir bekommen T4 ist also 1093 Kelvin mal und setzt das hier ein 6 mal 10 hoch 5 Newton pro Quadratmeter. Auch da wieder dran denken, dass man die Einheit Bar erstmal wieder umrechnet in die SI-Einheit. 10 hoch 5 Newton pro Quadratmeter. Auch wenn wir das jetzt hier an der Stelle nicht bräuchten, weil sich das rauskürzt, aber machen wir es mal komplett. Und dann haben wir 1 minus 1,27. Und wenn wir das einsetzen, dann ergibt sich für die Temperatur, das sind dann 673,8 Kelvin oder runden wir es mal ganz grob 400 Grad Celsius. Das sind 401, wenn man es rundet, aber da sind wir jetzt mal etwas ungenau in unserer Rechnung. Liegt einfach daran, dass natürlich diese ganzen Angaben, vor allen Dingen das Kappa, das passt nicht ganz für alle Zustandsänderungen an der Stelle bei einem realen Gas. Also, was halt rauskommt, sind 400, 401 Grad Celsius. Das spielt jetzt für den Prozess eine untergeordnete Rolle. Nächste Frage war nach dem Brennstoffverbrauch. Wenn wir Erdgas nutzen, bei einem Heizwert von 37 Megajoule pro Kilogramm, auch das wollen wir uns überlegen, wie man das rechnet. Also Teil C. Der Brennstoffbedarf BR Punkt ist das Verhältnis aus der zugeführten Wärmemenge Q Punkt zu, Wärmeleistung, nicht Menge, sondern die Wärmeleistung Q Punkt, dividiert durch den Heizwert. Ja, das können wir jetzt direkt einsetzen. Also BR Punkt ist damit 133 Megawatt, das haben wir ja vorhin ausgerechnet, dividiert durch die 37 Megajoule pro Kilogramm. Jetzt wissen wir, dass das Megajoule ist ja, das Megawatt ist ja Megajoule pro Sekunde. So ist ja Watt definiert als Energie pro Zeit. Das heißt, also wir bekommen jetzt hier als Größe 3,6 und dann haben wir hier Kilogramm pro Sekunde. Das heißt, wir müssen 3,6 Kilogramm Erdgas pro Sekunde zuführen oder wenn wir das auf die Stunde rechnen, sind das 12,9 Tonnen Erdgas, die wir in diese Gasturbine pro Stunde zuführen müssen. Das ist also die Lösung unserer Teilaufgabe C. Teilaufgabe D, was ist da zu tun? Wie groß ist der Luftvolumenstrom an der Gasturbine? Also wie viel Luft strömt jetzt hier vorbei an der Turbine? Auch das wollen wir berechnen. Dazu brauchen wir die ideale Gasgleichung. Also Teil D, die ideale Gasgleichung, P mal V ist ja erstmal N mal R mal T, also Molzahl mal Gaskonstante mal der Temperatur. Oder in unserem Fall, weil wir jetzt halt mit dem speziellen Gas uns beschäftigen, wir haben also M mal RL mal T mit der Masse der spezifischen Gaskonstante
und der Temperatur. Jetzt haben wir natürlich wieder einen Massenstrom und damit auch einen Volumenstrom. Das heißt, in unserem Fall gilt P mal V Punkt, also der Volumenstrom, die Änderung des Volumens mit der Zeit, ist gleich M Punkt mal RL mal T. Gut, und diese Größe können wir jetzt ausrechnen. Wir wollen den Volumenstrom bestimmen an dieser Stelle. Das heißt, wie groß ist der Volumenstrom? V Punkt 3, das ist also M Punkt mal RL mal T3 dividiert durch P3. Das setzen wir uns also ein und bekommen dann V Punkt 3, der Volumenstrom, der in die Turbine reinfließt. Das sind 200 Kilogramm pro Sekunde. Das ist der Massenstrom mal 287 Joule pro Kilogramm Kelvin mal 1093 Kelvin dividiert durch 6 bar oder 6 mal 10 hoch 5 Newton pro Quadratmeter. Wenn man das jetzt ausrechnet, was bekommen wir als Größe für den Volumenstrom V Punkt an der Turbine? Das sind dann 104,6 Kubikmeter pro Sekunde. Nächster Aufgabenteil, da geht es jetzt um die Gesamtleistung unserer Turbine. Das heißt, was wollen wir jetzt wissen? Wir wollen jetzt wissen, wie groß ist die Energie, die dieser gesamte Prozess oder die Leistung, die der ganze Prozess erbringen kann. Da geht es also bei dem Kreisprozess, wie wir das bei Carnot schon kennen, um die Frage. Ich will das hier nochmal skizzieren. Wir haben ja immer das PV-Diagramm und haben dann ja unsere Zustandsänderungen. Ich möchte jetzt hier mal skizzieren. Wir haben jetzt hier Q zu. Hier haben wir die abgeführte Wärme und die Fläche, das ist ja die Energie, die wir haben. Oder in unserem Fall alles zeitlich verändert, deswegen kommen da bei Punkte drüber. Das heißt, die zugeführte Wärmeleistung, die wir jetzt in der Brennkammer zuführen. Wir haben hier die abgeführte Wärmeleistung und die Fläche innerhalb dieser Zustandsänderung, das ist ja die Energie oder die Leistung, die der Kreisprozess leisten kann. So, das wollen wir jetzt übertragen auf unser Problem. Das ist jetzt hier der Carnot-Prozess. Analog sähe das jetzt für unseren Kreisprozess aus. Das kann man sich immer überlegen, wie das PV-Diagramm jetzt aussähe in dem Fall mit den zwei isentropen und zwei isobaren Zustandsänderungen. Also gucken wir uns das an, wie das jetzt aussieht. Aufgabenteil E. Allgemein ist es ja so, dass also die Arbeit, die ein Kreisprozess leisten kann, das ist minus die Summe über alle zu- und abgeführten Energiemengen. Wärmemengen, pardon. Also nochmal, die Energie, die ein Kreisprozess leisten kann, ist die negative Summe aus allen zu- und abgeführten Wärmemengen. In unserem Fall geht es um Leistung, also haben wir immer den Punkt drüber und haben also die zu- und abgeführte Wärmeleistung und die Summe daraus, die negative Summe, das ist die Gesamtleistung, die der Prozess leisten kann. Jetzt gucken wir uns das an, wie war das? Also Q.1, 2, das ist 0, weil wir eine isentrope Kompression haben und da ist ja die Wärmezufuhr oder Abfuhr gleich 0 bei adiabatischen Zustandsänderungen. Von Q.23, das haben wir ausgerechnet oben, das sind 133 Megawatt. Dann haben wir Q.34, also die Wärme, den Wärmeaustausch beim Durchgang durch die Turbine, auch der ist 0. Weil wir dort einen adiabatischen Prozess haben. Und dann bleibt jetzt noch übrig Q.41. Das ist jetzt der Zustand oder die Zustandsänderung. Wenn wir mal oben gucken, wie war das definiert. Das ist natürlich jetzt nur ein gedanklicher Schluss unseres Kreisprozesses, weil natürlich das Abgas nicht gekühlt wird und wieder als Frischluft zugeführt wird. Dennoch wollen wir das in unserem Kreisprozess einmal betrachten, dass wir hier das Abgas bei den 400 Grad Celsius zurückführen bei einem bar, also isobarer Prozess und haben dann 20 Grad Celsius, die wir dann zuführen. Das wollen wir jetzt ausrechnen. Das haben wir gerade im Prinzip schon getan. Das heißt, da müssen wir uns gar nicht großartig was überlegen. Wir haben hier,
wieder im Punkt mal Cp mal, und dann die Temperaturdifferenz ist T1 minus T4, das ist also die 20 Grad Celsius und die 400 Grad Celsius, das sind also im Prinzip entsprechend in Kelvin sind das also 380 Grad Kelvin Temperaturunterschied, aber, und das ist jetzt wichtig, mit einem negativen Vorzeichen. Das heißt, das bekommen wir jetzt hier, muss also aufpassen bei der Reihenfolge. Wir haben jetzt also hier die 200 Kilogramm pro Sekunde multipliziert mal 1,07 Kilojoule pro Kilogramm und Kelvin für die spezifische Wärmekapazität mal, und jetzt haben wir hier minus 380 Kelvin. Und das Ausrechnen kommt da minus 81,3 Megawatt heraus. Das heißt, das ist die Wärmemenge, die abgeführt werden muss, um theoretisch das Gas zu kühlen. Das also bei einem Dampfkraftwerk wäre das ja so. Dort gibt es dann den Kondensator, der dann hier die Wärmemenge entziehen muss. Das brauchen wir beim Gaskraftwerk nicht. Da wird das Abgas dann einfach an die Umgebung abgegeben. Gedanklich gehen wir jetzt hier entlang dieser gestrichelten Linie und schließen den Kreisprozess und müssten dabei eine Leistung von 81,3 Megawatt abführen. Was heißt das damit für unseren gesamten Prozess? W. ist also minus, dann hatten wir gesagt 133 Megawatt aus der Brennkammer, minus 81,3 Megawatt macht zusammen minus 51,7 Megawatt. Das Minuszeichen hier ist wichtig, das kennen wir schon aus der Thermodynamik, das heißt also, dass der Prozess Energie nach außen abgibt, die Maschine kann Arbeit leisten, deswegen das negative Vorzeichen, denn die Betrachtungsweise bei den thermodynamischen Systemen ist ja so, wenn es ein negatives Vorzeichen ist, gibt die Maschine Energie oder Leistung nach außen ab. Also von daher minus 51,7 Megawatt. Letzte Teilaufgabe bezieht sich noch auf den Wirkungsgrad unseres Systems, also wie groß ist der Wirkungsgrad unserer Gasturbine. Auch da nutzen wir den bekannten Rechenweg aus der Thermodynamik, also Teilaufgabe F. Wir wissen, dass der Wirkungsgrad definiert ist als 1 minus, dann haben wir den Betrag der abgeführten Arbeit Verhältnis zur zugeführten Arbeit, beziehungsweise also abgeführte Wärme und zugeführte Wärme. In unserem Fall ist das Verhältnis der abgeführten Wärmeleistung bezogen auf die zugeführte Wärmeleistung. Also hier unten brauchen wir gar keine Betragsstriche, oben im Zähler natürlich schon. Wenn wir das einsetzen, kriegen wir als Wirkungsgrad ungefähr 39% oder 0,39. Das heißt, der Wirkungsgrad unserer Gasturbine beträgt 39%. Damit haben wir also nun die Aufgaben gelöst aus der Aufgabenstellung, dass wir also hier in der Lage sind, die wesentlichen Kennzahlen, stark vereinfacht natürlich, aber mit den Kenntnissen aus der Thermodynamik zu bestimmen. Das heißt, wie lässt sich jetzt diese Gasturbine oder dieses Gaskraftwerk beschreiben mit Hilfe der Thermodynamik auf Basis von idealen Gasen? Das ist natürlich vereinfacht, aber tatsächlich liegen die tatsächliche Rechnung ist etwas komplizierter, aber die Größenordnung sind entsprechend und es kommen die also sehr ähnliche Ergebnisse raus. Von daher kommt man mit der Thermodynamik, die man im Studium kennenlernt, für die idealen Gase schon sehr weit.